Ja, ich habe hier jetzt ein tschechisches Cut 1 Sortiment. Ich bin ganz ehrlich, mein Tschechisch ist nicht so gut. Ich habe aber vorher mal geguckt, also das wird wohl Dětská sada ausgesprochen. Laut Google Translator heißt das ganz einfach Kinderset. Ja, ist von der Firma Klasek aus Tschechien, wie gesagt. Ich werde die einzelnen Namen nicht vorlesen, weil das, glaube ich, wirklich ganz schlimm klingen wird. Ja, oben drei Packungen, ich vermute mal Knallschnüre vom Bild her. Hier vermute ich, dass das Knallerbsen sind, weil da 75 Stück steht. Das ist dann ja in der Regel Knallerbsen. Das daneben auch 50 Stück. Ja, dann geht das hier weiter. Crazy Ball, das kann ich aussprechen. Da, dann hier Stroboskop noch. Und hier auch mit ganz fiesem Grafikdesign. Ja, wir schauen uns die Sachen einfach mal einzeln an, dann wissen wir auch genaueres. Einmal die Rückseite. NEM 73 Gramm, das ganze Set. F1. Die Nummern alle aus 2016, also 2016 produziert, würde ich sagen. Hier habe ich allerdings gesehen, Produktion 2017 und bis 2027 haltbar. Polnisch, einmal auf Polnisch, Slowakisch und Tschechisch natürlich. Ansonsten nicht weiter aufregend. Ja, fangen wir hiermit an. Davon sind drei Packungen drin. Und wie vermutet, Gott bin ich schlau, 12 Knallschnüre. Die pfeifen ordentlich im Ohr auf jeden Fall. Wenn man zwei nimmt, ballert das ordentlich. Jetzt nochmal der letzte. Ja. Als nächstes nehmen wir diese Teile hier. Oder schon mal reingelugt. Das sind hier dicke Hummeln, wilde Brummer, na, ne? Ihr wisst, was ich meine. So sehen die aus. Weiter geht's mit, was ich vermute, Knallerbsen sind. Aufgrund der Stückzahl vorne drauf, 75 Stück. Ja, sind es tatsächlich, aber sind das 75? Das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Heißt das irgendwas anderes? 75 KS? Hätte man ja mal vorher gucken können. Es ist noch ein zweiter Beutel mit drin und der eine ist etwas voller als der andere, also passt. Dann die zweite Packung Knallerbsen, die etwas kleinere der beiden Packungen. 50 Stück in diesem Fall. Crazy Ball, na, wenn das keine Crackling-Bälle sind, ich weiß auch nicht. Und natürlich sind es welche 6 Stück. Gefüllt mit Kügelchen, ich freue mich.
Hiervon sind zwei Pakete drin. Ich vermute jetzt einfach mal, dass es sich um etwas wie tolle Biene handelt. Na gut, nicht ganz, 6 Stück Silberwirbel. Dann haben wir hier Stroboskop Mali. Vermutlich Strobos, mal so ganz wild getippt. Jo, kennt man, 4 Stück. Jetzt haben wir hier eine Fontäne. Bin mal gespannt. Ja gut, nicht eine, sondern 10. Auch gut, besser sogar. Rot und Blau. Und noch einer mehr. Und dann sind wir auch leider schon beim letzten Teil. Auch wieder Fontänen, denke ich mal. Wir werden es sehen. Jo, auch wieder 10 Stück. Schauen wir mal, ob das die gleichen sind. Also exakt auch wieder mit Crackling oder vielleicht nur so Irrlicht-Style. Mal schauen. Ja, das war Djecka Sada von Klasek.